So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe letztens mal die Aufforderung bekommen, ich soll doch bitte mal im Kaufland gucken nach den Robs Chips, ja. Chips von Crispy Rob. Ich weiß nicht mal, wer Crispy Rob ist. Interessiert mich auch nicht, ne? Ich weiß nicht mal, wer ich bin. Das muss ich erstmal rausfinden. Auf jeden Fall hat Crispy Rob scheint wohl so auch so Food-Blogger zu sein oder Essen zu testen, sonst was, wie Jumbo Schreiner. Und der hat seine eigene Chipsmarke rausgebracht. Ihr kennt ja 4Bro mit den Brochi Balls, ihr kennt 4Bro mit dem 4Bro Eistee, ihr kennt Capital Bra mit der Capital Bra Pizza, ihr kennt Capital Bra mit dem Bra-Tee. Und jetzt gibt es von Crispy Rob's Chips. Im Kaufland, aber immer nur, wenn die irgendwie in der Werbung sind oder sonst was oder vielleicht auch für immer, ich weiß es nicht. Wir haben uns auf die Suche begeben, wir haben keine gefunden. Wir haben uns nochmal auf die Suche begeben, wir haben welche gefunden. Dann aber nur Paprika und Schuhcreme, also Sour Cream, Sour Cream, wie auch immer. Pupsi hat jetzt heute entdeckt, bevor sie kam, sie hat Meersalz gefunden. Also Meersalz war auch noch eine Richtung, eine Geschmackssorte von Rob's Chips. Jetzt haben wir alle drei Sorten am Start. Das heißt, wir können jetzt endlich Rob's Chips testen. So sehen die aus. Das hier sind die Tüten. Wir machen mal so. Peace für das Bild. Hoffe ich, dass das so passt. Ziehen die uns dann mal hierher. Wir zeigen euch, dass wir jetzt alle drei Tüten Rob's Chips am Start haben. Och, Adi, lauf doch bitte weiter! Ich glaube, wenn man so mit auf dem Thumbnail ist, ist das immer noch eine bessere Sache. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen uns das mal ausknobeln. Ich würde zuallererst einfach jetzt mal die Meersalz probieren, ja? Meersalz ist halt Salz dabei. Hier steht Rezept für einen Guacamole-Dip. Okay. Rob's Chips. Wie sie sein sollten. Super knusprig, extra groß, Meersalz. Natural. Habt ihr schon mal die Rob's Chips probiert? Instagram-Filter, QR-Code scannen, Vorderseite filmen. Ja, ja. Ich habe eh keinen Bock auf Instagram, großartig. Ich check auch bei Instagram sowieso nichts. Ich, wenn ich ein Bild gemacht habe, habe ich das immer bei Facebook hoch. Mittlerweile, wenn ich ein Bild mache, schiebe ich das auf Instagram, weil Instagram jetzt mit Facebook verlinkt ist. Ich poste also, wenn ich ein Bild habe von irgendwas, ist auf Insta, damit das das automatisch auf Facebook mit postet. Ich habe mir da noch nie Kommentare oder sonst was durchgelesen. Deswegen Instagram der Shit. Rob Chips mit Meersalz. Bin ich mal gespannt. Im Endeffekt machen wir die jetzt alle auf, um die zu testen. Und dann werfen wir sie weg oder wir verlosen sie, wenn die jemand haben will. Aber bis es jemand sieht, ist es schon wieder. Ja, da ist ja gar nichts drin, ne? Adi! Guck mal, du machst die Tüte Chips auf. Siehst du, wie weit das da reingeht, bis da unten endlich mal Chips kommen? Das ist ja gar nichts. Wenigstens ist nicht gelogen, wenn da steht Chips, wie sie sein sollen, extra super cross und extra groß, ja? Adi! Jetzt guckt mal, wie groß der Chip ist. Der Chip ist so groß, ja? Das sieht auf jeden Fall ganz vernünftig aus. Adi, du kriegst gleich einen kleinen. Du kriegst jetzt nicht den großen. Der große ist mir. Wir probieren mal diesen super großen Meersalz-Chip. Du musst den festhalten. Also ich bin ja mal ein Fan, ich bin keiner, der sich einen Chip nimmt und dann immer ein Stück von dem Chip abbeißt, dass überall alles rumblättert und überall alles rumfliegt. Wenn ich einen Chip nehme, stecke ich mir den ganz rein. Ich muss ehrlich sagen, dafür sind die zu groß. Du steckst den rein, der schlägt schon hinten an und vorne hängt er immer noch halb raus. Muss der so groß sein, finde ich eigentlich unhandlich, wenn man es so nennen will. Adi! Och Adi, du bist ein Gauner. Hier, dann nimm halt den. Jetzt begib dich auf Reise und dann sagst du uns Bescheid, wie es geschmeckt hat. So, Adi ist abgelenkt. Wir gucken nochmal rein in die Tüte. Wir nehmen uns mal den zweiten. Aber der ist auch wieder so groß. Der ist, Alter, der ist größer wie mein ganzer Kopf.
Beiß mal, ab, wie das ist, wenn man so abbeißt, ja? Alles krümelt runter. Ziemlich trocken. Bisschen muffig. Vom Salz merke ich da gerade gar nichts. Als ich den eben ganz reingesteckt hatte, habe ich eine kleine Brise Salz vermerkt, aber so. Also ich sag mal so, man macht sich nicht tot, ne? Man wird nicht erdrückt von dem Salzgeschmack, aber ich finde, dafür, dass die so riesig sind und dann so wenig Geschmack haben, ist das jetzt nichts. Also Weingeschmack ist es nicht. Ich hoffe, die anderen sind da anders. Die wirken, wenn du die so isst, du merkst das Salz nicht. Die wirken dadurch aber, die wirken dadurch irgendwie richtig trocken und frampfig. Die sind kross, okay. Aber irgendwie denkst du, boah, die triefen voll fett. Die kommen gerade frisch aus der Friteuse raus, in deinen Mund. Du denkst, die sind total ölig und fettig. Aber der Geschmack, den haben sie vergessen noch dran zu machen. Finde ich also eine sehr komische Kombination. Dass sie so riesig und unhandlich sind, dass sie so wenig Geschmack haben, dass sie dafür gleichzeitig aber irgendwie so extrem trocken und staubig wirken. Andere, die sind ja auch fettig. Aber so mit Geschmack überzogen, dass du richtig sagst, magnifique. Ja, ich esse immer noch am liebsten diese von Lay's, diese Thai Sweet Chili. Das sind ja keine billig Ramsch Chips. Aber das, vielleicht ist das ja gesund. Vielleicht ist das gesund, vielleicht ist das vegan, vielleicht ist das richtig heftig, aber hat mich jetzt nicht so überzeugt. Wir probieren mal die zweite Sorte mit dem Sour Cream. Die sicherlich auch wieder unhandlich sind. Hier, Adi, du kriegst diesmal als erstes. Nimm mal mit. Hier siehst du wenigstens schon diese ganzen Kräuterpunkte, die da drauf sind, ja? Also die finde ich geschmacklich schon deutlich besser. Das erinnert trotzdem irgendwie nicht an Chips, das erinnert an diese... Es gab doch immer diese Bake Rolls, Bread Rolls, Brotchips. Ich weiß, habe keine Ahnung mehr, wie die heißen. Gab in der Tüte immer diese Brotchips, diese gekringelten, die du so essen konntest. Wo du wirklich einfach dachtest, du isst gerade Knäckebrot. Irgendwo in Olivenöl eingelegt, zusammen mit irgendwas. Oder wie wenn du beim Griechen eine Vorspeise hast, sonst was. Also so richtig an normale Chips. Davon ist es weit entfernt, aber hier steht ja Chips, wie sie sein sollen. Also das ist so richtig... Ja, es erschlägt dich sozusagen. Obwohl es dich nicht vom Geschmack erschlägt, weil der Geschmack trotzdem relativ sachte daherkommt. Also Sour Cream, okay. Finde ich auf jeden Fall besser als Meersalz, aber bei dem zweiten jetzt auch schon gemerkt, ich esse den zweiten hinterher und der Geschmack ist plötzlich auch wieder weniger als beim ersten. Und es wirkt auf Dauer einfach irgendwie aufdringlich, als würde das dich einfach nur zupappen und das ist mir alles zu wuchtig, das ist mir alles zu groß, zu trocken, zu knusprig und im Endeffekt, weil es gesund ist, ist es auch noch vegan oder was hier. Das ist limited.com, mhm. Wunderprodukt Berlin. Oh. Ich weiß jetzt schon nicht, was ich damit überhaupt machen soll. Ah, nee, warte, wir suchen dir auch hier von meinem kleinen. Einen kleineren. Das sieht doch gut aus. Der wäre für dich. So, Adi haut ab. Das ist jetzt Paprika. Der müsste eigentlich am genussvollsten sein. Ah.
Hat ein bisschen was von diesem Thai Sweet Chili. Fehlt halt nur die Schärfe. Es schmeckt aber irgendwie auch wieder ein bisschen pappig, bisschen abgestanden, als wären die schon alt. Ich glaube, der zweite nimmt wahrscheinlich auch wieder vom Geschmack ab. Wir werden den zweiten nochmal hinterher nehmen. Guck doch mal, wie groß der ist. Der ist, den kannst du gar nicht, wenn du den in der Hand hast, der ist so groß wie deine ganze Hand im Prinzip, wie deine Handfläche. Okay, Paprika hat sich gehalten, der zweite hat genauso geschmeckt wie der erste. Erinnert mich trotzdem an die Lay's Thai Sweet Chili, nur dass hier die Schärfe fehlt. Trotzdem finde ich die am angenehmsten noch. Die werde ich, glaube ich, probieren, die werde ich, glaube ich, essen. Also die werde ich zum Film gucken, zum Wrestling, zum sonst was mal verspeisen. Die anderen zwei Sorten taugen mir irgendwie gar nicht so. Meersalz, Sour Cream, die kommen weg. Ich werde mal schauen, wenn die Mama wieder kommt. Am Wochenende werde ich ihr die mitgeben. Da kann sie sie vielleicht ihrer Schwester oder so, die nascht gerne mal nebenbei dann sowas. Oder vielleicht für den Onkel oder vielleicht sie selber, dass sie da was haben, dass das nicht weggeschmissen wird. Aber wenn da wirklich keiner Interesse dran hat, ich würde es sogar wegschmeißen. Ich habe aufgehört, alles in mich reinzustopfen, nur weil es bezahlt ist. Weil wenn es wirklich nicht schmeckt, was will man sich selbst quälen? Der kauft Robb-Chips und wirft die weg. Das sagt schon alles. Oh mein Gott. Das ist kein Genuss. Die sind in Ordnung. Wenn ihr eine Sorte probieren wollt, probiert halt mal die Paprika. Jeder hat einen anderen Geschmack, ich weiß. Aber ich finde, bei Sour Cream gibt es deutlich interessantere Alternativen. So viele Marken bieten Sour Cream an, die richtig schön cremig schmecken, die einen richtig schön leckeren Geschmack haben. Auch bei Meersalz gibt es so viele Varianten, so viele Firmen, so viele Hersteller, die dir eine ordentliche Chips bieten, die richtig gut sind. Das ist mir alles zu fettig und zu trocken und zu staubig und zu matt. Die gehen irgendwie noch, obwohl die von normalen Paprika-Chips auch weit entfernt sind, weil die normalen, die schmecken ja nur noch nach Konservierungsstoffen und Chemie. Die eben nicht. Deswegen sind die ein bisschen fad, aber das bisschen fad erinnert dann wieder an die Lay's mit den Thai Sweet Chili. Habe ich jetzt 5-mal gesagt, muss reichen. Das war's von meiner Seite aus. Ich finde es ein bisschen schade. Sind ein bisschen enttäuschend. Hätte ich mir anders vorgestellt. Am besten, Robb, mach auch mal Pizza. Bei Pizza kann man eigentlich nicht so viel verkehrt machen. Beziehungsweise ist es ja nicht verkehrt. Es ist nur nicht mein Geschmack. Aber bei Pizza wird es so wahrscheinlich eher meinen Geschmack treffen als bei Chips. Adi, hast du noch was zu sagen? Zu deiner Verteidigung? Wenn es geschmeckt hat, dann wackel mit dem Schwanz. Ein zögerliches Wackeln, okay. Ich glaube auch die letzte Sorte hat es gemacht, ne? I love you, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.